Ja, hallo, ich bin Nina Klapper aus der 10B. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in der SNV und die letzten 2 Jahre war ich Leiterin der Unterstufengruppe und habe da die U-Diskurs, die Filmnächte und den Karaokeabend organisiert. Habe mich aber sonst beteiligt, wo ich nur konnte, weil es mir wirklich Spaß macht, für euch Events zu organisieren und den Schulalltag einfach abwechslungsreicher zu gestalten. Du hast jetzt deine Rede gehalten und wie ist so dein Gefühl? Ich glaube, Tommy wird Erster, aber ich freue mich trotzdem auf das Jahr mit ihm. Dadurch, dass er letztes Jahr schon Schülersprecher war, kenne ich ihn mehr und dann denke ich schon, dass das besser für ihn wird. Ja, aber du warst Unterstufengruppe und U-Diskurs und Karaokeabend und so, also unbekannt bist du auch nicht. Ja, okay, ich denke schon, dass ich nicht allzu schlechte Chancen habe, aber ich glaube, für Tommy reicht es trotzdem ein bisschen mehr. Du bist Kandidat heute zur Schülersprecherwahl und ich will jetzt nicht, dass du schon irgendwas verrätst oder so, aber bist du nervös? Ja, eigentlich schon ein bisschen. Ist eigentlich schlimm, vor so 600 Schülern zu sprechen, aber ich hoffe, ich gewöhne mich endlich mal daran, weil ich habe ja schon letztes Jahr und letzte Woche auch geredet und deswegen mal sehen. Also, uff. Ja, und glaubst du hast gute Chancen gegen Nina? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind ausgeglichen. Ich bin der Tommy Sarbandos, ich bin in der Kursstufe oder in der 11. Klasse, für die Kleinen, die es nicht wissen. Ich war ja letztes Jahr schon 3. Schülersprecher, ich wurde von der SNV gewählt, nicht jeder konnte mich wählen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich war auf vielen SNV-Fortbildungen letztes Jahr. Und was ich dort gelernt habe, möchte ich auch umsetzen in diesem Schuljahr als Schülersprecher. Was ich auch machen werde, versprochen ist versprochen. Meine Ziele in diesem Schuljahr sind auch neue Aktionen. Das heißt aber nicht, dass die altüblichen wegfallen, sondern dass wir auch neue Aktionen machen, wie zum Beispiel die WBG-Olympiade oder die WBG-Meisterschaften, wo dann eine Woche lang viele verschiedene Sportarten, dass wir dann so einen Wettkampf machen möchten. Ihr könnt auch jederzeit eure Anregungen mir mitteilen und ich werde immer für euch da sein. Und wenn ihr Probleme oder Wünsche habt, insbesondere der Schule, dann werde ich mich gerecht für eure Meinung und eure Interessen einsetzen. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich zugehört habt.